Lieben, ich bin gerade dabei, das Kitting zu machen für Teffi. Ich bin zwar noch nicht ganz fertig mit meinem anderen Bild, was ich bis jetzt gemacht habe, aber ich dachte mir, vorbereiten kannst du das neue Bild schon mal. Ich nehme eine 56er Slotbox dafür, also ich benutze die hauptsächlich bei meinen Bildern, entweder die 56er oder die 28er. Ich nehme die sehr, sehr gerne, auch wenn man die öfters mal nachfüllen muss, weil die halt noch relativ klein sind. Aber ich nehme die wirklich sehr, sehr gerne. Ich komme damit sehr, sehr gut klar. Klar, die gehen am Anfang ein bisschen schwer auf, aber mit der Zeit funktionieren die echt super. Ich benutze ja jetzt das erste Mal von Diamond Art Club diese Sticker. Ich hatte ja noch kein Diamond Art Club Bild und bin jetzt schon mal begeistert. Ich bin so begeistert, dass ich die Zeichen nicht mehr malen muss. Ich habe nichts gegen Malen, um Gottes Willen. Ich male sehr gerne. Aber das auf die Döschen malen war schon immer blöd. Und es ist mit den Stiftchen immer wieder abgegangen. Ich hatte mir extra damals so einen wasserlöslichen Stift gekauft. Damit konnte ich die Dosen auch mal wunderbar mit Wasser abwaschen. Ich habe es mit Lineal oder mit Fingernagel runtergekratzt. Das ist absolut, das tat auch den Dosen jetzt nichts Schlechtes oder sonst irgendwas. Aber das mit den Stickern sieht schon genial aus. Das sieht schon richtig schick aus. So wie das sein soll. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf dieses Bild freue. Ich möchte endlich mit diesem anderen Bild fertig werden. Ich bin noch am Überlegen, ob ich euch eine Review mache von dem Bild, was ich jetzt mache. Ihr kennt das ja noch nicht, außer die, die meinen TikTok-Kanal natürlich folgen. Die kennen das Bild natürlich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege mir das noch. Aber auf die Teffi freue ich mich so sehr. Ich habe mich heute auch schon mal ein bisschen über die Künstlerin kundig gemacht. Sie ist ja auch bei Instagram vertreten. Und zwar ist das die Emily Yerich. Also ganz ehrlich, ich war schon lange nicht mehr so begeistert von Artwork. Also, sie hat ja noch, von ihr ist noch ein zweites Bild bei Diamond Art Club drin. Ich glaube, das möchte ich mir auch holen. Also, ihr Zeichenstil gefällt mir echt sehr, sehr gut. Und sie hat auch noch ein Bild. Ich mache jetzt erstmal einen Ton von meinem Handy aus. Oh, sonst haben wir hier noch weiteres Bing drin. Sie hat noch ein paar weitere Bilder auf ihrer Instagram-Seite und eins hat mich davon total gecasht. Also, wenn das mal noch als Diamond Painting rauskommen würde, das wäre genial. Da wäre ich happy ohne Ende. Dann wäre es auch egal, wie viel es kostet. Das würde ich mir sofort holen. Sofort. Ich kann euch leider nicht sagen, wie es heißt. Leider stand kein Name drunter. Sie hat auch einen Etsy-Shop. Da verkauft sie die Artlines von ihren Kunstzeichnungen. Damit kann man das sozusagen selber farbig gestalten, wie man das möchte. Finde ich jetzt gar nicht mal so doof. Ist auch eine schöne Art, seine Kunstwerke an den Mann zu bringen. Also sie kann das echt sehr, sehr gut. Also ihr Stil ist alles diese Frauengesichter. Das ist wirklich, sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Also ich hoffe, da werden wir noch hoffentlich noch viel, viel sehen von Diamond Art Club, dass sie noch viel mehr mit der Künstlerin machen. Das hoffe ich zumindest. So, wir nähern uns jetzt langsam mit dem Kleben auch dem Ende zu. Ich habe jetzt eben schon gesehen, dass ich zwei Aufkleber übrig habe, weil ich habe hier nur eine 56er Slotbox und es sind 58 Farben. Wie werde ich das machen? Die letzte Farbe, die 3865, ist das Weiß. Das sind ja, ich glaube, 6 Tüten waren es. Das werde ich wohl in mein XXL-Schiffchen machen. Das ist wahrscheinlich besser so. Da, wo viele Farben sind, da nehme ich ja hauptsächlich gerne das XXL-Schiffchen. Da kann ich die Steinchen drinnen liegen lassen. Und da passiert nichts. Und da kann ich immer daraus gleich rauspainten und muss nicht immer da, wo ich viele Farben brauche,
Muss nicht immer die Döschen aufmachen und so. Ja, das werde ich wahrscheinlich machen. Und die 57. Farbe, da muss ich mal gucken. Ob ich dann noch ein kleines Döschen irgendwo herhole oder sonst irgendwas. Weil noch eine extra Box möchte ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, wie ich das jetzt mache. Ich habe auch noch keine wirkliche Idee, wie ich das jetzt mit den beiden Farben mache. Aber guckt mal, wie schön das aussieht. So richtig schön ordentlich. Ha. So, und hier kommt der ganze Farbpatzen. 58 Farben. Aber schaut sie euch an. Es sieht so schön aus. So, Schere, Schiffchen brauchen wir natürlich zum Umfüllen. Ich fange jetzt mit den kleinen Tüten an. Diamond Art Cup habe ich ja schon im letzten Video erklärt, füllt ja nach Steinchenmenge ab. Und mit den kleinen Tüten, da weiß ich jetzt wenigstens, dass die noch gut in die Dosen reinpassen. Und werde mich dann langsam nach oben arbeiten. Und dann kann ich auch sagen, wann ich Stopp machen muss, dass ich das nicht mehr in die Dosen reinkriege. Und das, was ich nicht in die Dosen reinkriege, dafür habe ich hier immer eine kleine Tasche. Und den Rest packe ich dann sozusagen in die kleinen Zippertütchen, die mit dabei waren. Und die kommen dann in die Tasche rein. Und dann, wenn das Fach leer ist, dann fülle ich das dann einfach wieder auf. Das ist nicht schlimm. Ach ja. Ja. Warum ich das heute eigentlich überhaupt für euch aufnehme. Erstmal weiß ich noch gar nicht, ob euch das interessiert. Also lasst das gerne mal in den Kommentaren da, ob ihr sowas mehr sehen wollt. Wenn ich so ein Bild vorbereite oder wenn ich painte. Ihr dürft mir das gerne ruhig in die Kommentare schreiben. Dann kann ich mich da noch ein bisschen richten. Ich dachte mir, ich erzähle euch heute ein bisschen was von mir. Wie ich zu deinem Painting gekommen bin. Wie lange ich das jetzt schon mache. Ja. Also, wie mein Name schon sagt, ich heiße Christine, ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und ich liebe Diamond Painting. Ja, ich denke mal, das dürfte man sehen, ist kein Geheimnis, sonst hätte ich ja nicht diesen Kanal eröffnet. Ja. Ich mache jetzt Diamond Painting seit... letztes Jahr Februar, also Februar 2021. Wir haben uns im Lockdown befunden und ich bin nebenberuflich Nageldesignerin. Ich mache das immer abends, immer so ein bisschen nebenbei. Und durch den Lockdown durfte ich natürlich mein Nagelstudio nicht öffnen. Dadurch war mir abends immer sehr, sehr langweilig. Und ich habe immer abends normalerweise meine Kunden, ich habe dann meine Kinder im Bett sind, ich habe zwei kleine Kinder. Und wenn die im Bett sind, dann mache ich normalerweise meine Kundschaft. Ja, im Lockdown ging das nicht. Also musste ein anderes Hobby her. Zumindest etwas, was ich in der Zeit machen würde, solange der Lockdown noch anhält. Ja, und TikTok war da eine sehr schöne Ablenkung, gebe ich ehrlich zu. Da waren mal 2 Stunden nichts und du hast gesappt. Und gewischt und gewischt und gewischt. Und irgendwann bin ich mal auf den Kanal von Team Schnickschnack gekommen. Und da dachte ich mir, Diamond Painting, das hast du schon mal gehört. Und da habe ich mir das mal ein bisschen näher angeguckt. Da hat Tini auch schon Tagebuchteile gedreht, letztes Jahr im Februar. Da hatte sie auch gerade noch diesen Pop-Up-Store. Da war das noch kein richtiger Shop. Da war der nur ab und zu mal auf. Sie hat Ware bekommen, dann hat sie den Shop mal für eine Woche aufgehabt. Dann hat sie ihn wieder geschlossen für 1-2 Monate. Also... das war da noch relativ klein gehalten von ihr. Sie ist ja im Moment, sie ist ja seitdem ordentlich gewachsen. Ein wunderschöner Shop. Ich liebe ihre Videos. Wirklich. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich durch sie, durch das Diamond Painting lieben gewonnen habe. Ja, und auf jeden Fall habe ich mir dann bei Amazon mein erstes Diamond Painting bestellt. Ja, das kam dann auch relativ schnell. War ein ganz, ganz kleines. Ich glaube, es war 30x40, war aber kleiner, also das war nur die Leinwandgröße. Und das hatte ich innerhalb von ein paar Tagen fertig. Natürlich, macht dir Spaß. Möchtest du weitermachen?
Also habe ich mir noch welche bestellt. Auch wieder bei Amazon. Diesmal aber gleich drei Stück. Ja, auf die musste ich dann ein paar Tage warten. In der Zeit habe ich mir Tini Schnickschnack ihre Tagebuchteile alle durchgeguckt. Alle, die bis jetzt veröffentlicht waren. Ich glaube, es waren 30. Und die habe ich mir dann alle durchgeguckt und ich habe so auf die Bilder gehofft und die haben so lange auf sich warten lassen. Ich habe, glaube ich, fast 4 Tage oder so drauf gewartet. Und 4 Tage können echt lang werden, wenn man da drauf wartet, dass man weiter painten kann. Ja. Naja. Und so ging das dann weiter. Dann habe ich da bestellt und da bestellt und da bestellt. Und ich habe vom ersten Tag an, wo ich das erste Bild angefangen habe, mit TikTok angefangen. Ich habe immer mal auf TikTok kleine Videos gemacht. Irgendwann dann noch Unboxings, wenn ich irgendwo was bestellt habe. Und so ist mein Kanal gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und mittlerweile haben wir über 5600 Abonnenten bei TikTok. Darüber freue ich mich auch. Ich habe eine wunderbare Community, wo wir uns auch gegenseitig Fragen stellen können. Also ein TikTok, das ist dein TikTok und Diamond Painting ist wirklich eine schöne Sache. Ja, mittlerweile ist meine Sammlung sehr, sehr groß, auch was an Bildern angeht. Ich glaube, ich habe mittlerweile 20, 25 Bilder hier im Repertoire, was ich noch painten muss. Ich habe jetzt erst 2 Bilder gepaintet für meine Mama zum Geburtstag. Die kriegt sie nächsten Monat. Ein Bild hängt bei meiner Tochter im Zimmer und die anderen habe ich eigentlich alle mal hier liegen. Oh, guck mal, das ist der erste AP-Stein. Oh, ein helles, helles Rosa. Da ist er. Die Farben sind ja allgemein so schön. Also über diese Farbauswahl bei dem Bild bin ich echt froh, dass es so schön bunt ist. Auch wenn es sehr viel Weiß drumherum ist, das ist gar keine Frage. Das ist nicht für jeden was. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, ich habe dann, wie gesagt, mittlerweile Schiffchen, Stifte en masse in ganz vielen Läden auch mittlerweile bestellt. Unter anderem auch zum Beispiel Laura Stübchen, Ediths Hobbywelt, die auch bei TikTok vertreten sind, die werden die Shops auch kennen, auch Artbegabt zum Beispiel, sie hat einen schönen Etsy-Shop zum Beispiel. Ich habe mich aber auch mittlerweile auch selber an Epoxidharz angetraut und habe eigene Schiffchen und eigene Stifte gemacht. Aber das ist im Moment nur für mich und für Freunde. Das ist auch ganz gut so. Bin da noch sehr am Üben. Das ist ein ganz schön kompliziertes, teures und sehr aufwendiges Hobby im Gegensatz zu Diamond Painting. Also das ist wirklich immer nur ab und zu mal, wenn ich mal Lust und Laune habe. Ich bin halt da doch schon sehr kreativ. Wir haben jetzt hier die 310. Guckt mal, ich schütte das mal ins Schiffchen, was das für schöne Steine sind. Ihr könnt ja auch sehen, wie wunderschön die glänzen. Und die liegen 1A in dem Schiffchen. Es ist so schöne Steine. Das ist Wahnsinn. Und die lassen sich auch so leicht aus dem Schiffchen. Da bleibt nichts hängen oder sonst irgendwie was. Die lassen sich so schön leicht ausschütten. Also da merkt man, dass das Harzsteine sind und keine Acrylsteine. Es sind ja meine ersten Harzsteine. Ich kenne den Unterschied durch viele Videos und auch durch viele YouTuber hier. Ich gucke ja auch sehr, sehr viele YouTube-Videos. Nebenbei beim Painten oder sonst irgendwas. Oder wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich mir sowas an. Oder auch diese Paint with Me's, die gucke ich mir sehr gerne auch beim Autofahren an. Also was halt gucken, anhören. Die höre ich mir dann meistens gerne an, weil dann auch viele ihre Erfahrungen mit dem Diamond Painting mal rüberbringen. Und für mich ist das schon sehr interessant. Ich gucke da gerne hinter die Kulissen auch mal. Ich würde auch zu gerne mal sehen, wie so ein Diamond Painting hergestellt wird. Ich würde das zu gerne mal sehen. Von den Steinchen her über die Leinwand. Klar, man sieht ab und zu mal bei TikTok solche Videos, wie sie dann die Steinchen sortieren oder wie sie den Kleber auf die Leinwand machen. Aber so mal leibhaftig sehen, das würde ich echt mal gerne.
Mich interessieren halt sehr gern so auch so die Hintergründe, wie was entstanden ist. Also wenn ich da mal irgendwann die Möglichkeit hätte, das wäre natürlich mega. So, ihr seht, die Farben werden langsam größer. Also wir eben nicht mehr. Ich nehme jetzt auch das Schiffchen da dazu, weil die fliegen mir sonst alle durch die Gegend. Und die Steine sind auch leicht statisch aufgeladen. Aber das wurde mir mal gesagt, ist wohl bei Hartstein gar nicht so unüblich. Und erst recht nicht, wenn sie in diese Folien eingepackt sind. Aber das ist ja nicht schlimm. Da zeige ich euch auch gleich einen Trick dabei. Wenn wir dann zu einer größeren Farbe kommen und das ganz dolle ist, sodass die Steine regelrecht springen. Wenn man jetzt hier so ein Steinchen dabei hat, dann kann ich euch das mal zeigen. Ansonsten zeige ich euch das mal in einem anderen Video. Jo, was gibt es noch zu erzählen? Also wir haben uns mittlerweile auch teilweise privat kennengelernt. Wir haben eine schöne WhatsApp-Gruppe. Damit grüße ich jetzt auch gleich mal die liebe Nadine, Nicole, Kati, Bianca und Steffi. Die gucken sich nämlich meine YouTube-Videos natürlich auch an. Wir haben eine wirklich sehr belebte Gruppe mit sehr vielen Kontakt am Tag. Mit ganz lieben Mädels, wo wir uns schön untereinander austauschen können. Und wir uns regelrecht animieren dazu, neue Bilder zu kaufen. So, jetzt fangen wir auch mit der zweiten Schlange schon an. Und die Box füllt und füllt sich. Ich freue mich so auf dieses Bild. Ich hoffe, ich kriege meinen Schmetterling bald fertig. Jetzt habe ich. Ja, ich habe euch gesagt, jetzt, also ich pente gerade einen Schmetterling. Und ja, ich kann euch ja sagen, das ist nicht so die beste Qualität. Bin etwas enttäuscht davon. Es ist ein wunderschöner Schmetterling. Also das Bild, ich habe es jetzt fast fertig. Das Bild ist wunderschön. Da kann ich überhaupt nichts sagen. Das ist ein wirklich schönes Bild. Aber die Steinchen sind halt nicht so berauschend. Also ich habe sehr viel Ausschuss dabei, sehr viel Müll dabei. Die Klebkraft von der Leinwand lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber ich habe mich da durchgekämpft und der ist jetzt fast fertig. Und dann geht's los mit meiner Teffi. So, dann würde ich sagen, schicke ich euch jetzt ein bisschen in den Speed-Modus. Ich filme noch ein bisschen weiter und sobald irgendwas Interessantes hier passiert bei den Steinchen, dann mache ich noch mal Pause und erkläre noch mal ein bisschen was dazu. Also bis gleich. Jetzt haben wir eine von den beiden Farben. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, was ich mit der einen Farbe mache, wo ich die reinpacke. Und habe jetzt beschlossen, dass ich die in diese Herzdose reinmache. Die hat nämlich einen Deckel und die kann ich im Notfall mit dazu packen. Und da mache ich mir jetzt auf die Herzdose auch den Aufkleber drauf. So, da ist er. Und da geht das wenigstens auch nicht auf. So. Ich habe schon ein gutes Stück jetzt hier mittlerweile geschafft. Über die Hälfte ist jetzt schon eingepackt. Und diese Farben sind so schön. Das ist teilweise echt wie ein Regenbogen. Und ich bin immer noch total begeistert von diesen Steinchen von Diamond Art Club. Diese Steine sind so schön und die glitzern und funkeln. Ich kann mir im Moment noch ganz schwer vorstellen, wie das dann auf den ganzen Bildern aussehen wird. Also das ist Wahnsinn. Ah, und hier haben wir auch unsere zweite AB-Farbe gleich. Auch ein sehr schönes Rosa. Wir hatten ja beim Unboxing schon geguckt, das ist alles in den Blüten drinne, die um Teffi drumherum sind. Da sind die AB-Steine mit eingebaut. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das rauskommen wird. Und wie das dann funkeln wird an den manchen Stellen. Ah, das ist schon echt mega schön.
So, dann würde ich sagen, dann mache ich euch jetzt nochmal ein Speedpainting. Mal gucken, wie lange. Wenn noch irgendwas anderes dazwischen kommt, dann stelle ich euch nochmal auf Pause. Bis gleich. Ich habe jetzt hier eine Tüte, das extrem statisch geladen ist. Ihr seht, die Steine springen in alle Richtungen. Das ist schon extrem. Ich habe es kaum schon aus der Tüte rausgekriegt. Und da sind sie schon wieder gesprungen. Okay, ich lasse jetzt erstmal liegen. Ich habe da was, wo ich euch auch wirklich sagen kann, das funktioniert super. Und das sind die Trocknertücher. Ich habe meinen jetzt hier von Rossmann. Da nehmt ihr einfach ein Tuch raus. Sammelt mal erstmal die Steinchen, die drumherum liegen, auf. Ja, die kleben erstmal am Tuch, das ist ganz logisch. Aber danach sind sie halt nicht mehr so statisch aufgeladen. Und damit gehe ich jetzt einmal so über das Schiffchen drüber, damit die Statik weg ist. Und das klappt wirklich super. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal in jedes Stückchen, also in jedes Fächlein auch nochmal ein kleines Stück Trocknertuch reinmachen, damit sie sich auch nicht wieder statisch aufladen oder so. Und ein paar Steinchen hatte ich ja jetzt auch schon dabei. Die waren wenigstens nur leicht statisch geladen. Die sind wenigstens nicht gleich so durch die Gegend gehüpft, wie das Lila jetzt hier. Also das war jetzt schon, ja, die sind ja regelrecht gehüpft, die Steine. So, jetzt sammle ich alle noch wieder ein. Und dann denke ich mal, können wir noch weitermachen mit dem Speed. Und dann sehen wir uns hoffentlich jetzt zum Schluss wieder. Ich hoffe, jetzt läuft nichts mehr schief zwischendurch. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich fast fertig bin. So, jetzt habe ich die erste Farbe, die nicht komplett in diese kleine Box passt. Und da werde ich euch natürlich auch noch zeigen, wie ich das dann mache. Ich nehme mir jetzt aus dem Toolkit, was mit dabei war. Da waren ja diese kleinen Sifttütchen mit dabei. Und dann nehme ich mir jetzt eine raus. Mache die natürlich auf. Und falte mir jetzt diese gesamte Tüte einmal in der Mitte, zweimal, wie man das gerne in der Größe her braucht. Und packe mir das so in die Tüte rein. So habe ich die DMC-Nummer in der Tüte und kann danach nochmal drauf zugreifen. So ist das ganz gut verschlossen und so kommt das auch in meinen kleinen Beutel rein. Ich habe immer so kleine Meshtaschen und da packe ich immer die Reststeine rein, die nicht in die Boxen passen sollten. Hier habe ich jetzt auch gleich noch zwei. Nee, halt, das sind zwei unterschiedliche Formen. Guck mal, die sehen sich wirklich fast ähnlich. Das heißt natürlich, dass auch schöne Übergänge dabei sein werden bei dem Bild. Ah, das wird schon schön. Das wird richtig schön. So, jetzt gucken wir mal, ob die noch komplett reinpassen. Nein, das passt auch nicht. Also brauchen wir da auch ein Sipptütchen. Das wird wohl jetzt bei den restlichen Formen sein. Es sind nicht mehr viele. Da werde ich die wohl alle, die restlichen, in diese Beutelchen reinpacken. Aber wie gesagt, so habe ich gleich noch die Sipptüten. Und ich muss jetzt die Sipptüten nicht noch extra beschriften oder sonst irgendwas. Da lasse ich das lieber gleich in den Folientüten drin. Und da steht ja die Nummer drauf. So, einmal rein.
Deckel zu. Und jetzt sind es, glaube ich, nur noch zwei Farben dann, die ich machen muss. Und dann haben wir es geschafft. So, von der Farbe sind es jetzt drei Tütchen. Da packe ich natürlich gleich zwei Tütchen an die Seite. Die schneide ich natürlich nicht auf. Die bleiben schön zu, so wie sie sind. Das, was jetzt noch in die Dose reinpasst, das mache ich jetzt gleich rein. Und da von der offenen Tüte mache ich den Rest wieder in eine Zip-Tüte rein. Und dann ist meine Box jetzt voll. Alles voll mit schönen, bunten Regenbogenfarben. So, fertig. So, und jetzt habe ich nur noch das Weiß. Ganze sechs große Tütchen. So, da passt natürlich wieder ein kleines Fach, noch sonst irgendwas, und das lohnt sich bei so viel auch nicht. Und dafür habe ich dieses XXL-Schiffchen. Da schneide ich jetzt alle Tüten auf und mache die alle da in dieses Schiffchen rein. Und ich sehe es auch schon, dass die wieder statisch geladen sind. Aber wir machen sie jetzt erstmal alle rein. So, Tüte Nummer 3. Oh, dieses Geräusch, wenn die Steinchen da so reinschütten. Ich liebe dieses Geräusch. Liebt ihr es auch so? So, Nummer 5. Und Nummer 6. So, jetzt haben wir alle Tüten drin. Schütteln ist nicht gut, ich sehe das schon. Es kommt schon wieder rausgehüpft. Also nehmen wir uns jetzt wieder unser Trocknertuch. Und packen das einmal drauf und gehen damit über alle Steinchen ein bisschen drüber. Ganz leicht, einfach nur wie so drauf, so leicht drauf drücken. Klar springt da immer noch mal ein paar Steinchen raus, das ist ganz logisch. Die sammeln wir gleich wieder auf. Da kleben sie auch schon wieder an den Händen. Aber das ist alles nicht so schlimm, kein Weltuntergang. Kriege ich mal alles hin. Und jetzt kann man die Steine auch schütteln, ohne dass sie rausspringen. Und guckt euch mal an, wie schön die Steine liegen. Oh, das sieht so schön aus. Und das funkelt. Ich bin echt gespannt. So, dann sind wir mit unseren Upkittingen auch fast fertig. Oder wir sind fertig eigentlich. So, dann zeige ich euch jetzt nochmal die Box. Und seht mal, wie schön das aussieht. Ich zeige es euch nochmal von hinten. Da sieht man nochmal schön alle Farben. Und da seht ihr auch noch, es sind immer noch ein paar statische Laden. Ich werde kleine Trocknertücher reinschneiden in jede Box. Aber das sieht so schön aus mit den Aufklebern. So, dann verabschiede ich mich langsam jetzt von euch. Mache hier noch den Aufkleber drauf. Ich würde mich über ein Abo freuen. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt. Die beantworte ich natürlich sehr, sehr gerne. Über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann würde ich fast sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.